Hallo und willkommen zurück zu schönen Jas Let's Plays und Dark Souls 3. Wir sind hier beim Hohen Turm, ne, wie hieß es? Großen Turm angekommen, im Erzdrachengipfel. Und sind, denke ich mal, ein Stück entfernt vom Gebietsboss. So, erkundet müsste ich jetzt eigentlich alles haben. Ich bin auch gerade nochmal zurück nach zum Consumer King, wie hieß es? Der verzerrte König, wenn man da nämlich weiterläuft, gab es da jetzt noch ein neues Item. Und zwar war das, mal schauen, ob ich es finde, Drakenblut, das komplette Drakenset. Wenn ich den angreife, schießt er bestimmt gleich Feuerbälle und kommt nicht angerannt. Ja, war klar. Oh, ich hätte stehen bleiben können, sehr gut. So, ich denke, das war nur einer. Okay, dann gucke ich einfach mal weiter. Ah, da vorne ist, ist wieder so ein Vetter da hinten. Da gehe ich mal nicht zu weit. Okay, der kommt auch ran. Hat er mich gesehen, oder? Ich will auf jeden Fall nicht gegen den Fetten und noch jemanden kämpfen. Der blockiert ihn. Er hat mich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Da wäre er definitiv aggressiver. Ja, in der letzten Folge haben wir so eine Glocke geläutet. Jetzt haut der ab, oder was? Wodurch jetzt hier das ganze Gebiet nebelig geworden ist. Da sind jetzt zwei sogar wieder. Drei. Wie viele Gegner schwören denn hier rum? Aber so ist gut. Immer schön einzeln. Boah, da ist noch einer. Oh, das sind drei große. Alter, was soll ich denn da machen? Also gegen drei große, einer reicht mir schon. Scheiße, ich habe den getroffen. Ich wollte... Was hat der für eine riesen Hitbox? Ich hatte eigentlich nur vor... Oh nein! Oh, ich habe es schon fliegen sehen. Dank zweimal Blutungsschaden. Große Titanitscherbe. Oh, du mit deinem fetten langen Hals. So,
So, das heißt, es sind noch mindestens zwei große und wahrscheinlich noch mehr als diese eine kleine. Ja, er hat ja noch was. Ich würde gerade schon weglaufen wieder. Er hat wenigstens keine Kette. Was nicht heißt, dass er nicht trotzdem eine super Range haben kann. Ach, gerade die mit den Äxten fand ich da am schlimmsten. Oh, dieses Kack-Lex, warum auch immer. Das ist nur in dem. Na gut, jetzt durch den Nebel kann ich mir vorstellen, dass da viel berechnet werden muss. Wenn es nicht an den Dark Souls Servers liegt. Das ist gut, das ist die liebste Attacke. Dann kann ich zum Angreifen. Oh, ich darf mich aber nicht hinsetzen. Lol, weil da eine Wand ist oder warum habe ich die Attacke abgekriegt? Oh, Schwein gehabt. Und eine große Scherbe noch. Das eben war ein Brocken. So, das heißt eigentlich müsste das Gebiet jetzt hoffentlich mehr oder weniger clear sein. Außer der eine Typ vom ganzen Anfang, den ich eigentlich nur pullen wollte. So, wenn du mich jetzt killst, dann ist alles vorbei. Boah. Also wenn mich so einer noch kriegt, das wäre auch übel. Da ist auch einer. Asche eines Drachenjägers. Lass mich vorbei. Ich ignoriere euch. Ich finde euch nämlich ziemlich dumm. Noch was ist. Tolle Aussicht, mehr nicht. Sind das Büsche oder ist da irgendwas? Das sind wieder diese Drachenskulpturen. Die alle so sitzen, also sollte ich. Alter, was ist denn das da hinten von Riesendrache? Funkelnder Drachenkörperstein. Halt, das ist ein Item, das ist ja gar kein. Drachenkörperstein, Drachenkörper erlangen wie ein Drache grollen. Erhaben den Drachenkörper erlangen wie ein Drachen grollen. Mhm. Komme ich jetzt vielleicht durch das Tor da unten? Nope. Mm-hmm.
Da war ja nichts, da brauche ich ja nicht nochmal versuchen hochzukommen. Springen wird benötigt. Da sind so viele Dinger. Ich bezweifle, dass das stimmt. Da hinten geht aber wer rein? Drachenkopf erlangen. Drachenkörper. Erhabenen Drachenkörper. Kann ich hier auch nicht benutzen. Scheiter, du spießt mich. Da unten war ja auch noch die eine Notiz, dass man runter soll, aber irgendwie glaube ich dem ganzen Braten nicht. Hatte ich jetzt noch Seelen, die ich ausgeben könnte? Nein. Ich habe mir aber beim letzten Mal einen Drachenbaumsamen geholt. Was tun? Ich guck mal kurz, was mein Guide sagt. Received Twinkling Dragon Torso Stone. Ja, das haben wir ja bekommen. Okay. Daran hätte ich jetzt nicht gedacht. So, und was war's noch? Zwei Wege, F und G. Ja, ich weiß, ihr seht es gerade nicht. F ist der Pfad. Ach so. F ist der Pfad, der vom zweiten Feuer aus führt. Und gehe die Seitentreppe, wo wir ja schon mal lang sind, aber wo man ja eigentlich nicht lang kam. Also gucke ich hier nochmal schnell hin. Dann habe ich aber wieder so einen NPC an der Waffe. Ach, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das Tor dann aufgegangen, nachdem ich die Glocke geläutet habe und der Nebel aufgetaucht ist. Ja, warum dauert das so lange auf einmal? Das dauert doch sonst nicht so lange. Das ist trotzdem nicht auf. Was hat der für eine riesen Reichweite? Das ist wieder der Typ. Nein. Krasse Range, der Typ. So, ich besiege den jetzt nochmal. Ist wieder er. Ich bin irgendwie überfragt. Warte, nee, wenn ich schon wieder im Guide gucke, dann irgendwo, wo ich auch den Typen ein bisschen im Blick habe.
Ba, 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 ba. Return the. Don't do this until you have taken care of all of your other looting in the area. The entire area region gets very dark when you do this. Jump onto the fog that suffuses the area and walk through the gate when you're ready for an extremely wonderful boss fight. This is way tougher than the end boss of the game. Was? You do not need to defeat the opponent ahead. And the only reason to do so is because they are there. And they have treasure, and you gain access to this long yard after defeating the special boss encounter. Search the yard fully to get the Thunder Stoneplate Ring, Titan Slab, Dragon Slayer Armor Set. Oh, und diese Schlangenringe. To the east, but only New Game Plus. Achso. Das heißt, ich musste wirklich in den Nebel reinspringen? Na gut, ich kann es ja eigentlich mal machen, denn wenn ich springe, dann springe ich ja da, wo ich direkt beim Feuer bin. Ich probiere es einfach mal. Jump into the fog. Heißt das, ich kann mich auch runterrollen oder muss ich wirklich auch springen? Es ist tatsächlich. Lol. So richtig Bock auf den Kampf habe ich ja nicht. Zumal das schon wieder fast ein Level ist. Komme ich noch zurück? Komm nicht zurück. Lol. Achso, na doch, ich könnte das Ding benutzen. Mache ich das mal. Töte schnell ein paar Gegner. Und dann gucke ich mal zum Bosskampf. Major Battle. Oh, 2-4 gibt es sogar. Dann brauche ich den ja nur noch dreimal besiegen und dann müsste ich mein Level abhaben. Ich habe hier noch gar nicht mitbekommen, in dem Teil, ob Gegner verschwinden, wenn man sie oft genug besiegt. Bei Dark Souls 2 war das ja so. Wenn ich den jetzt noch zweimal besiege, dann habe ich einen 4. Mindestens zweimal bin ich daran vorbei. Bestimmt 6-mal besiegt. Aber eigentlich würde ich gerne, dass der nochmal beschwört. Denn den Banditen habe ich besiegt und habe den Rapier bekommen. Den normalen Ritter habe ich auch besiegt und habe das Großschwert bekommen. Die Frage ist, was mir dieser Havel-Klon, was der mir bringen würde.
So, mit meinem Leben bin ich eigentlich sehr zu. Mit meiner Rüstung bin ich eigentlich zufrieden. Also Belastungen so brauche ich dann nicht. Da haue ich dann lieber ein bisschen Leben drauf, weil gerade wenn man jetzt keine Glut in sich trägt. Ah. Boah, jetzt hat sie Titanit, Brocken, Funke Titanit und Schuppen. Das ist natürlich krass. Ein Nodachi. Es hat aber leider einen schlechten Modifikator. Wahrscheinlich durch den Upgrade Pass geht es nochmal auf C, aber was habe ich von C? Okay, nichts Neues. Im Westen nichts Neues. Warum die das nicht stapelt, ist auch immer wieder lustig. Hawkwoods Grasklinge. Das habe ich zu schnell geklickt, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass er mir plötzlich was schenkt. Achso, das kann ich noch wegpacken. Was soll denn das sein? Ist das ein Item? Nö. Da. Schlüssel-Item. Mhm. Titanit-Schuppe. Das ist der einzige, der Schuppen braucht, na dann. Was fehlt mir? Mir fehlt 100 Gold. Bruder. Macht Modifikator runter, dafür den Grundschaden hoch. Gealterter macht. Ah, der ist hier besser. Verbessert scheinbar die Modifikatoren. Also minus 23 Grundschaden plus 23 Modifikatorschaden. Aber gut, wenn ich dafür nochmal Geschick hochmache, dann skaliert das wahrscheinlich besser. Was haben wir hier? Minus 18 Grundschaden plus 18, aber dafür B-Modifikator. Mhm. Pretty, but what? There are two ways to simply bring this with him, but pretty beaker. Okay. Hi. Do not be gone. Back. Come again. Ah, yeah. Do stay safe. Ah. So, ich habe da bestimmt Pfeile noch ausgegeben gehabt. Ashen One. Okay, dann die Stärkewaffe kann weg. Hatte ich nicht noch eine? Oh, das macht sogar mittlerweile mehr Schaden als meine. Einmal Blutung mehr. Meine macht 370, die macht... Nee, macht doch nicht. Die macht 384, macht weniger. Aber sie ist ja auch noch nicht voll upgegradet. Ich würde gucken, ob ich noch irgendeine zum Wegpacken habe.
Ach so. Obwohl er den schlechteren Modifikator hat, macht er trotzdem mehr Bonusschaden. Aber es hat noch Eis drauf. Vielleicht sollte ich dann doch den anderen nicht verstärken. Na gut, ich denke, die Zeit müsste abgelaufen sein. Ich habe wieder vergessen zu gucken mit dem Aufnahmeprogramm. Deswegen mache ich hier erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns demnächst bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.